Hallo zusammen und damit heiße ich euch wieder einmal recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche nehmen wir euch mit in eines von zwei verlassenen Wohnhäusern. Soll also bedeuten, in den nächsten Wochen wird es hierzu noch einen zweiten Teil geben. Die Verlinkung dazu erfolgt dann auch hier oben rechts in der Ecke oder eben wie typisch in der Videobeschreibung, wenn das Ganze dann online ist. Kommt nun aber erst einmal mit auf diese entspannte Runde und den Rest erfahrt ihr wie immer gleich von mir in den kommenden Minuten. Wenn ihr noch viel mehr zum Thema verlassene Orte erfahren und vor allem sehen möchtet, dann besucht uns gerne auf Instagram, Facebook oder am liebsten auch hier auf unserem YouTube-Kanal. Dort gibt es so einiges vieles zu entdecken. Es lohnt sich also mal reinzuschauen. Aber nun erstmal rein in dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch ein verlassenes Wohnhaus. Um eines schon mal vorwegzunehmen, wir waren schon mal hier gewesen. Entsprechend fiel es uns nicht allzu schwer, sich hier durch die Räumlichkeiten zu bewegen. Leider hatte ich bei unserem ersten Besuch keine Videoaufnahmen machen können, gut und schlecht. Der Zustand vom November 2015 zu heute hatte sich enorm verschlechtert. Aber die Aufnahmen wären sehr wahrscheinlich nicht so gut gewesen, filmten wir doch damals noch mit unserer längst ausrangierten GoPro Hero 3 oder noch mittels Telefon. Grund genug also noch einmal hier nach dem Rechten zu sehen und den jetzigen Zustand mit dem vor rund 7 Jahren zu vergleichen. In den letzten Jahren waren wir immer wieder hier in dieser Gegend unterwegs gewesen und kamen häufig an den hier gezeigten Gebäuden vorbei. Unerwarteterweise hat es sich in dieser Zeit wenig bis gar nichts getan oder anders gesagt, es ging immer nur bergab, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Menge Müll, Abfälle und Unrat, aber noch viel mehr der Verfall machte den beiden Wohnhäusern sehr zu schaffen. Wer hier Eigentümer ist, ist wohl unklar, dennoch kann ich mich dunkel an einen Verkaufsbanner erinnern, vielleicht verwechsle ich das aber auch mit anderen Gebäuden. Auf dem Grundstück selbst befinden sich neben den beiden Wohnhäusern bis heute die verfallenen Überreste von kleineren werkstattähnlichen Gebäuden. Eines davon war wohl wie eine Art Wäschehaus, aber halt so sehr zerfallen, dass man den ursprünglichen Nutzen nur noch schwer erahnen konnte. In dem 4-geschossigen Gebäude konnte man lediglich das Erdgeschoss in Anführungszeichen komplett betreten, denn die Deckendurchbrüche, die durch das ganze Haus marschierten, waren auch im Erdgeschoss angekommen, sodass auch hier nicht mehr alles voll einsehbar und vor allem nur mit Vorsicht zu genießen war. Im Prinzip war das Gebäude nur im Treppenhaus relativ sicher, wenn man es so nennen kann. Auf jeden Fall konnte man so immer nur einen kleinen Blick in die einzelnen oberen Etagen werfen. 2015 konnte man noch ein bisschen weiter hineinschauen, doch das ganze Ausmaß der Deckendurchbrüche machte sich schon damals bemerkbar. Es war vermutlich eine Art Dominoeffekt, der hier die kompletten Küchen einer Häuserhälfte zerstörte. Es war ein schlimmer und dennoch sehr interessanter Eindruck, aber vor allem war es dort sehr gefährlich, weswegen wir uns nur kurz im Objekt aufhielten und dringend jedem davon abraten, so etwas nachzuahmen. Bis auf die Durchbrüche und extremen Verfall konnten wir nicht allzu viel vor Ort über das Haus und seine einstigen Mieter herausfinden, doch der Zustand und die Reste der Einrichtungen, vor allem im sanitären Bereich, lässt vermuten, dass die Mieter wohl mit dem Beginn der 90er Jahre auszogen. Ich kann mir gut vorstellen, dass schon in den letzten Jahren der DDR nicht mehr alle Wohnungen hier belegt waren. Das Gebäude hatte sehr wahrscheinlich nie eine Instandsetzung genießen dürfen. Halt typisch DDR.
Heute alltägliche Sachen wie seine Toilette nicht mehr mit dem Nachbarn teilen zu müssen, fließendes warmes Wasser, Dusche und Wanne in der eigenen Wohnung, damals alles Luxus, zumindest im Altbau. Stattdessen wartete der Kohlenkeller, vor allem im Winter, aber so war das damals eben. Einen Eintrag im Denkmalschutzregister fand ich leider nicht, was nicht heißen muss, dass kein Denkmalschutz vorliegt, aber es deutet eher darauf, dass die Besitzverhältnisse bis heute ungeklärt sind. Der Zustand lässt wohl sehr wahrscheinlich nur noch einen Abriss zu, obwohl so manch totgeglaubtes Gebäude wieder aufwendig saniert wurde. Hier mag ich das aber in Frage stellen. Die Zukunft sieht also nicht allzu rosig aus, wir sollten dennoch abwarten, mal sehen, wie es in ein paar Jahren hier aussieht. Mich interessiert zum Ende dieses Videos, was hättet ihr aus diesem Gebäude gemacht? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Zum Abschluss werde ich euch jetzt wie immer noch einige Bilder einblenden. Da sind dann auch viele aus dem Jahr 2015 dabei, als man noch etwas weiter in die Etagen, vor allem in die oberen Etagen hineingehen konnte. Vergesst nicht, dieses Video zu liken, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns natürlich auf diesem Weg auch direkt abonnieren und viele, viele weitere Videos in Zukunft sehen. Ich verabschiede mich jetzt, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns. Bis dahin. Und ciao.